Und weiter geht's, Leute. Assassin's Creed. So, wir müssen den Steuereintreiber töten. Hatte ich euch ja versprochen in der letzten Folge, dass wir jetzt die Whoa. Quest hier machen. Wir machen generell jetzt ein bisschen Nebenquest, würde ich sagen, weil wir einfach vom Level auch noch nicht so hoch sind. Damit wir hier schön mit der Hauptstory weitermachen können. Und wenn es euch dann ein bisschen gefällt und euch das Projekt auch gefällt, dann Whoa. würde ich mich sehr, sehr über Support freuen, Leute. Ein Like, Abo, Kommentar, wie ihr wollt. Und ich wollte mich natürlich auch bedanken, dass ihr das Projekt schon so gut unterstützt. Ihr kommentiert immer fleißig, macht mir echt Spaß mit euch. So, jetzt aber genug gesabbelt. Jetzt würde ich sagen, werden wir den Typi hier killen. Schauen wir mal. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. So, den ersten hätten wir schon. Schauen wir, wie viel es hier gibt. Ah, da ist der. Okay. Wäre natürlich geil, wenn ich den gleich von hinten murksen könnte. Geh mal hier rum. Der Dicke. Alles klar. So, wo ist er denn jetzt da drinne? Was? Hört mich nicht. Hört mich das Zelt nicht. Wer bist du? Wie nehmen wir den auch gleich noch um? Alles klar. Dann wird es auch schon wieder erledigt. Jetzt will ich noch schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ob wir hier noch ein bisschen was snacken können. Ein paar Drachmen. Hier ist auch noch was.
gibt's noch ein bisschen was. Ach so. Sehr schön. Hab ich den erledigt? Hä? Oder von dieses vielleicht? So, dann schauen wir doch mal gleich die nächste Quest an. Die wäre 810 Meter Interessenskonflikte. Gehen wir noch da mal hin? Kann ich da irgendwie... Wo ist denn die? Da oben. Da könnten wir doch gleich mit der Schnellreise eigentlich hin. Also questmäßig ist hier schon extrem viel zu tun. Wahnsinn. Na, ich glaube, dass man da bestimmt über 100 Stunden dran sitzt, wenn man alles macht. So, okay. So, Stufe 20 sind wir schon. Ich glaube, das ist bis Stufe 40. Also die Hälfte müssten wir eigentlich schon haben. Rein vom Level her. Es heißt, dass noch ein Händler Sefetu nicht bezahlen konnte. Nufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und ziehen nach Letopolis. Ich muss Sefetus Bogen schützen. Ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sefetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer hier überhaupt ist. Das klingt verlockend. Verfügbar? Aber meine ganze Familie ist hier. Sei froh. Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, mach doch mal, Mensch. Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist... verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Okay. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister? Servus. Ist tot. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Okay, so eine Quest hatten wir schon ziemlich am Anfang mal. Hey, willst du einen Fisch oder was? Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh, es heißt, Sefetu brachte ihn um. So, wer dir noch was zu erzählen? Ich suche immer noch nach Servus. Ich sagte es doch schon.
Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Okay. Irgendeinen habe ich hier noch übersehen. Ah, da ist einer, okay. Einen schönen Tag, Nip. Brauchst... Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Cepheto ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Cephetos Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Okay, die halten sich alle ziemlich zurück, muss ich sagen. Jeder erzählt eine andere Geschichte über Servus. Ich frage mich, ob einer von ihnen mehr weiß, als er zugibt. Folge dem verdächtigen Händler. Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht. Ach, die sind alle lang zur Zeit. Verstehe. Tut mir leid, kann dir nicht helfen. Die Händler verlassen nachts den Markt. Ja, soll ich da meditieren? Das werden wahrscheinlich schon alle weg sein. Runter. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Wir stecken wohl unter einer Decke hier. Ich weiß nämlich, ob die mich sehen dürfen oder eben nicht. Ich bleib mal ein bisschen auf Sicherheitsabstand. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Cephetu. Bin gespannt, wo die hingehen. Ob die ihn irgendwo gefangen halten? Man weiß es nicht, aber das werden wir rausfinden, Leute. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Cephetu. Bla 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 bla. Cephetus Befehl! Achtet die Ausgangssperre! Halt! Bleib stehen! Okay, in irgendeinem Haus sind sie. Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Ich bin dieses Versteckspiel leid. Auf dem Markt treibt sich ein Fremder rum, der nach dir fragt. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cephetos Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais.
versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Sephetu. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Sephetu nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Schauen wir mal, ob wir die Aufzeichnung finden. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Stiehl oder zerstöre das Boot. In einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst, sei vorsichtig. Sephetus Männer beobachten den Hafen wie Falken. Ja, können sie ja machen, Mensch. Machen wir alle down. Du da! Halt! Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Da bist du ja, verdammt, wir müssen dich holen! Was? Lass dich nicht! Hilf mir mal hier drüben! Lass ich dich lang! Wer gehört mir? Ja, da ausgerechnet. Passt, würde ich sagen. Du hättest nicht herkommen sollen. Reiß dir die Eingeweide raus. Ich bring dich um. Okay. Ging noch. Okay.
Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, was kriege ich? Ein paar Drachmen wahrscheinlich wieder. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Sefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Sefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Okay. Okay, ein neues Schild. Ja, mit Schild ist nämlich eh nicht so her eigentlich. Aber ausrüsten können wir es ja mal. So, was haben wir hier gekriegt? 3 neue Waffen. Können wir wegballern. So, was steht als nächstes an? Ich würde gerne mal für den kleinen Jungen jetzt nochmal was machen, weil der, da habe ich damals was richtig Gutes eigentlich bekommen. Ich glaube, eine gute Waffe hatte ich da bekommen. Mal schauen, was er hat. Vielleicht hat er irgendwas Cooles. Halt! Bleib stehen! Ich muss Sephetus Bogenschützen in Sais ausschalten. Sie sind seine Augen. Das machen wir nachher. Jetzt schauen wir mal, was der hier hat. Kaufen. Kohlenstoffkristall 3000. Weiß ich nicht, wie viel ich das brauche. Warte lieber noch. Verkaufen. Okay. Nufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und ziehen nach... Der Magi ist zurückgekehrt. Braucht er mehr für seine Garderobe? Klar. Ja, Moment. Ich bin neugierig, Reda. Wo sind deine Eltern? Das ist eine lange Geschichte, Senny. Ein Philakitai in Alexandria hat sie beim Stehlen erwischt und in einem Bronzebullen gekocht. Bei Anubis. Das tut mir sehr leid. Das muss es nicht. Die Götter haben mir meine Familie genommen, aber dafür ein Kamel gegeben. Amun, ja, super. Ein tolles Ross. Ich wandere durch die Wüste und kann den Sonnenuntergang sehen, wann ich möchte. Das ist meine Freiheit. Krasse Waffen hier. Du bist, wie immer, sehr weise für dein Alter. Osiris erhört die Klagen der Schwermütigen nicht. Willst du was kaufen oder verkaufen, Senny? Die Zukunft ist golden. Was denn? Ich habe gedacht, das ist ein Auftrag für mich, Mitch. Okay, anscheinend doch nicht. Habe ich noch ein Schild bekommen, oder was? Eine Fähigkeit von den Warten war auch noch. Okay, machen wir das hier gleich. Ich muss Bogenschützen. Bogenschützen in Sais ausschalten. Sie sind seine Augen. Okay. Zielgebiet, die müssen hier überall rumrennen, oder was? Oh, da sind sie. Okay, machen wir die doch gleich auf den Dächern da oben. Ist kein Problem. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, ist gut. Oh!
Was? Was? Ich kann ihn treffen. Ich frag mich, wie du unter Greif. Bist du schon müde? Hab dich! Wo? Alter! Nein! Nein! Alter Schwede! Alles klar. Können wir das jetzt mit Brandbomben machen? Reihe! Und warum willst du hier arbeiten? Schauen wir nochmal. Aber eine Brandbombe. Und warum willst du hier arbeiten? Selbst bis ins ferne Kyrene habe ich von der Brauerei von Seis und dem Rezept von Braumeister Hakuf gehört. Ja, sein Vater hat sie errichtet und er führt sie erfolgreich. Alle reden nur in den höchsten Tönen von ihm. Er ist ein guter Mann. Würde ihm irgendetwas zustoßen, müssten viele in der Region hier leiden. Scheiße! Böser Vogel! Alter, der hat ganz schön viel aus. Die Penner. Zwei von sechs haben wir schon. Wo sind die anderen? Nufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und ziehen nach Letopolis. Sie wollen die Reise riskieren? Das sagte sie. Ihr Hof ist gescheitert. Sie wollen dort neu anfangen. Das klingt nach viel Arbeit, eine ganze Stadt wieder aufzubauen. Okay, wenn es noch zwei, die müssten da sein. Diese Zone ist tabu. Ärger!
So viel zu Sephetos Augen. Okay, wäre das auch fertig. Und damit würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und machen dann mit der alten Bibliothek in der nächsten Folge weiter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ist aber auch bloß jetzt erstmal eine Nebenquest. So, gut Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Reingehauen, ciao, ciao.